Aufmarsch der Asylgegner. Bereits zum vierten Mal hat die AfD Thüringen in Erfurt zu Protesten aufgerufen. Etwa 8000 besorgte Bürger sind dem Ruf der rechtskonservativen Partei gefolgt. Weil ich demonstrieren möchte gegen das System, wie es jetzt läuft, was nicht in Ordnung ist. Weil das führt unweigerlich ins Ende. Ich bin da, weil mir das Spaß macht, mal gegen die Merkel vorzugehen, weil die lügt. Ich kenne sie von meiner Enkelin. Sie möchte nicht so rumlaufen hier. So möchte sie nicht rumlaufen. Von der Thüringenhalle ziehen sie zum Thüringer Landtag. Sie alle eint der Zorn auf die Bundesregierung und die aktuelle Flüchtlingspolitik. Das Motto der Veranstaltung: Asylkrise beenden, Grenzen sichern. Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag, Björn Höcke, gibt den Ton an. Wir brauchen die unzweideutige Ansage, dass es grundsätzlich keine dauerhafte Integration von Flüchtlingen geben kann. Es kann nur Schutz auf Zeit geben. Prominentester Redner heute: Alexander Gauland. Der Landesvorsitzende der AfD Brandenburg greift die Bundeskanzlerin direkt an. Frau Merkel hat alle eingeladen und nun kommen alle. Und wenn ich in der Situation dieser Flüchtlinge wäre, würde ich das auch machen. Frau Merkel hat aber unsere Interessen wahrzunehmen und nicht die Interessen fremder Menschen. Rund 800 Gegendemonstranten schreien gegen den Aufmarsch der Asylgegner an. Die Stimmung ist angespannt. Von den Gegendemonstranten sind Steine zu den AfD-Teilnehmern geworfen worden. Es wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet, aber aus beiden Lagern. 150 Kilometer entfernt. Auch im sächsischen Einsiedel haben sich Asylgegner versammelt. Knapp 2000 Menschen protestieren gegen die geplante Unterbringung von Flüchtlingen in einem ehemaligen Pionierlager. Das Bündnis Chemnitz nazifrei stellt sich ihnen entgegen. Nicht nur in Teilen der Bevölkerung wächst der Widerstand gegen die Asylpolitik der Kanzlerin. 34 CDU-Mitglieder aus 8 Bundesländern haben einen Brandbrief verfasst, in dem sie Parteichefin Angela Merkel scharf kritisieren. Christian Piwarz ist einer der Unterzeichner. Wir haben ein Problem damit, dass wir im Moment im Prinzip eine Situation in Deutschland haben, dass die Grenzen de facto offen sind, dass wir Mühe haben, auf allen Ebenen, Bund, Land wie auch die Kommunen, mit der großen Anzahl von Flüchtlingen zurechtzukommen. Angela Merkel lässt sich von solchen Störfeuern aber nicht aus der Ruhe bringen. In der Sendung von Anne Will bekräftigt sie, nicht von ihrem Kurs abzuweichen. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland habe ich die Aufgabe, in einer solchen Situation, die eine außergewöhnliche Situation ist, ich habe gesagt, es ist eine historische Bewährungsprobe, alles daran zu setzen und den Optimismus und auch die innere Gewissheit zu haben, dass diese Aufgabe lösbar ist. Den Optimismus der Kanzlerin teilen die Asylgegner nicht. Sie haben bereits die nächsten Kundgebungen angekündigt. Aber auch die Asylsuchenden selbst wollen heute auf der Straße auf ihre Situation aufmerksam machen. In diesen Minuten versammeln sich Flüchtlinge, die in der Notunterkunft auf dem Leipziger Messegelände untergebracht sind. Sie wollen heute Nachmittag dann gemeinsam vor die Landesdirektion ziehen. Unser Reporter Daniel Johe verfolgt das Geschehen rund um diese Flüchtlingsdemo. Daniel, worum geht es denn den Asylbewerbern bei ihrem Protest genau? Ja, sie wollen vor allem sagen, dass die Unterbringung, so wie sie in der Messehalle stattfindet, aus ihrer Sicht keine würdige Unterbringung ist. Sie haben ja vor 2 Wochen schon hier dieses Protestcamp an der Autobahn aufgemacht und haben sich da immer mal wieder getroffen. Jetzt versammeln sie sich hier und wollen dann gleich durch die Stadt ziehen ab 15 Uhr. Und bei mir ist Abdullah Alomiri. Sie sind im Irak Student der Psychologie gewesen. Jetzt sind sie hierher geflohen und der Sprecher der Initiative. What's the reason why you demonstrate? Warum demonstrieren Sie? Our destination here about the treatment, because it's not like treatment for the human beings. Also er beklagt, dass es keine menschenwürdigen Zustände sind. What are the problems? Was sind die Probleme? The problems here, this place not useful for living. It's like a big prison. The system here, it's we can't handle with him because the families and the children don't have. If you want something, you must be with the line, big line. We accept this, but more of this, the registration. There is many people, many numbers come to here when they enter to Germany, come to here without a registration. They wait for 1 month at least, like me. I am registration now, but I waiting 1 month
and then registration. They said you like just arrived to Germany just now. Okay, thank you very much. Also die Flüchtlinge, und er ist eben der Sprecher, sie beklagen, dass man dort teilweise zu lange aufs Essen warten muss, dass es Bedingungen sind in so einer Halle, die nicht familiengerecht sind, und das Hauptanliegen ist, dass die Registrierung zu lang dauert. Also man wartet sehr lange, bis man wirklich registriert ist, und erst wenn man registriert ist in Deutschland, kriegt man beispielsweise Taschengeld und kann sich dann auch frei bewegen. Das Deutsche Rote Kreuz haben wir natürlich gefragt, was sie zu dieser Kritik sagen. Das Deutsche Rote Kreuz sagt, diese Halle ist verglichen mit anderen Notunterkünften richtig gut geeignet für sowas. Und die Landesdirektion sagt, diese langsamen Registrierungen, die liegen daran, dass man in Chemnitz, wo diese Registrierungen stattfinden, da kommen die Asylbewerber mit Bussen hin, einfach überfordert ist, dass man dort überfordert ist. Und es wird wohl ein kleines bisschen Abhilfe geschaffen, dann Mitte Oktober. Da soll es eine Außenstelle in Leipzig geben, des Bundesamtes für Migration, wo man dann auch Flüchtlinge in Leipzig registrieren kann. Also möglicherweise wird sich perspektivisch ein kleines bisschen was an der Situation der Flüchtlinge verbessern. Daniel Johe war das live aus Leipzig. Dankeschön für die Information.